Ein wirklich wichtiger Tipp, um zu guten Ergebnissen, zu guten Entscheidungen und vor allen Dingen schneller zum Ziel zu kommen, ist eine kleine paradoxe Ansage. Sei eine kleine Nummer. Wenn du jetzt merkst, dass du dich dabei innerlich klein machst, schalt ab. Dann hast du noch nicht und wirst auch dieses Video nicht verstehen. Sei eine kleine Nummer meint, sei die Nummer eins. Um all die Tipps für mehr Effektivität, für bessere Ergebnisse, gute Entscheidungen zu treffen, auch für eine effiziente Organisation deiner Zeit, brauchst du davor die Bereitschaft und auch die Fähigkeit, ein Nummer-eins-Bewusstsein zu entwickeln. Oh Gott, Nummer eins, ich stelle mich doch nicht über andere. Wenn das dein Mindset ist, schalt ab. Sei eine kleine Nummer, sei die Nummer eins meint. Erkenne und anerkenne, dass du nur dann zu guten Ergebnissen kommst, wenn du bereit bist, so den inneren Mechanismus von ständig und immer nach Zustimmung zu suchen. Harmonie vor gute Ergebnisse zu stellen. Anerkennung als Maß deiner Dinge zu machen. Wenn du dich abhängig machst, dein inneres Selbst zu definieren über deine Ergebnisse und Leistungen, vergiss es. Was heißt es, eine Nummer eins zu sein? Eine Nummer eins zu sein heißt, dass du dir bewusst wirst, was sind deine Werte und deine Prinzipien, wofür du stehst. Du akzeptierst und anerkennst nicht Dinge, die scheinbar so sind, wie sie sind, als Kunde schlecht behandelt zu werden, in einer Beziehung ständig das Gefühl zu haben, ausgenutzt zu werden, als Führungskraft das Gefühl zu haben, ständig den Affen auf der Schulter zu haben, sondern du delegierst die Aufgaben dahin, wo sie hingehören. Und das geht nur, wenn du ein Bewusstsein hast, was nach dem radikalen Prinzip der Nächstenliebe funktioniert. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Verdammt nochmal, fang endlich an, dich selbst zu lieben. Was hindert dich daran, deine Bedürfnisse vor die Bedürfnisse anderer zu stellen? Was hindert dich daran, im besten Sinne ein Egoist zu sein? Weißt du, wie wunderbar das ist, wenn du selber dir deine Wünsche und Ziele erfüllst, was das bedeutet als Angebot für andere, was das bedeutet für andere, wenn es dir gut geht als Dienstleister, was das bedeutet für deine Kunden. Du gewinnst neue Möglichkeiten, mit deinen Kunden, mit deinen Mitarbeitern zu guten Ergebnissen zu kommen. Ja, dazu brauchst du neben diesem Bewusstsein, neben dieser Bereitschaft vor allen Dingen sowas wie die Fähigkeit, aus der Begeisterung heraus zu leben. Dich über Dinge zu freuen, die eben nicht selbstverständlich sind. Dann kommen die Gäste dieses VIP-Coachings. Und das waren Menschen, die angetreten sind, zu verstehen, was es heißt, eine Nummer-1-Persönlichkeits-DNA zu entwickeln. Authentisch zu sein, wirklich kraftvoll zu sein, ja, und am Ende zu nachhaltigen, guten Austauschprozessen mit Kunden und Mitarbeitern zu kommen. Diese 10 Gewinnerpersonen, die in meinem VIP-Training gerade ihre Entdeckungsreise vollendet haben, haben mit mir gemeinsam mit einem King and Queen for a Day-Moment das in Szene gesetzt. Wenn du darauf neugierig bist, dazu später mehr. Sei eine kleine Nummer, sei eine Nummer eins. Viel Spaß. Mehr Inspiration? Wir haben eine Menge mehr zu bieten.